Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Interview auf der Aktionär TV. Wir haben die ganze Woche auf das Ergebnis der FED-Sitzung gewartet und am Mittwochabend ist das relativ positiv aufgefallen und die Anleger haben sich richtig gefreut, denn es wurde wie erwartet eine Zinspause eingelegt im Dezember und außerdem hat Powell auch noch 3 Zinssenkungen für 2024 in Aussicht gestellt. Über die Marktreaktion und die Folgen für den Aktienmarkt spreche ich jetzt mit Tim Oechsner von der Steubing AG. Tim, schön, dass du da bist. Hallo Kypra. Ja, du hast ja die FED-Entscheidung auch im Blick gehabt. Paul, wenig falkenhaft, wirklich sehr zu Freuden der Anleger, darf man sagen. Das haben wir auch in den großen US-Indizes gesehen. Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq um 1,4% angesprungen, also deutlich. Der Dow sogar das erste Mal über die 37.000-Punkte-Marke. Wie bewertest du denn die Aussagen von Paul? Was genau wurde jetzt beschlossen von der Federal Reserve? Ja, ich war ja vor der FED-Sitzung auch ein bisschen pessimistisch, was die Woche angeht. Die zwei Notenbank-Sitzungen haben ja ihre Schatten vorausgeworfen. Gestern jetzt natürlich diese positive Überraschung für den Kapitalmarkt. Insofern, es wurden 3 Zinssenkungen fürs nächste Jahr in Aussicht gestellt. Voraussichtlich sowas ab Mai, schätzen wir. Und von vorher war nur von 2 Zinssenkungen ausgegangen. Ansonsten wurde natürlich auch gesagt, dass der Leitzins im Prinzip jetzt bei 4,6% gesehen wird. Also diese Forecasts der einzelnen Mitglieder haben jetzt den Zinsforecast auf 4,6 runtergenommen. Der war noch im September bei 5,1. Insofern geht der Markt jetzt von 3 Zinsschritten bei der Fed aus. Und das war doch eine gute Überraschung und hat den Markt positiv beeinflusst. Das sehen wir hier auch beim Dow Jones, also in den letzten Wochen schon, die Jahresendrallye im vollen Gange, einige Rücksätze, aber klar, die Euphorie am Markt ist da. Wie lange kann diese denn noch anhalten, vor allem jetzt nach dem FED-Ergebnis? Ja, ich hatte gedacht, dass die Euphorie vielleicht schon diese Woche ein bisschen abebbt. Wir haben ja auch im DAX 6 sehr, sehr gute Wochen gesehen und fast 15% seit dem Oktober-Tief. Insofern dachte ich, es dümpelt diese Woche schon ein bisschen aus. Jetzt natürlich nochmal der positive Impuls der FED, der im Prinzip die Märkte auch überrascht hat. Insofern, ja, wir waren jetzt im DAX heute Morgen im zwischenzeitlichen Handel schon mal kurz über den 17.000. Also insofern die Märkte positiv überrascht seitens der FED. Es ist so ein bisschen so am Markt auch angekommen, dass im Prinzip die FED die Auferhaltung sozusagen ein bisschen aufgegeben hat, sondern dass sie sich ein bisschen gelockert hat sozusagen und nicht mehr dagegen hält und sagt, ja, die Inflation ist noch zu hoch und verschiedene andere Sachen, sondern dass im Prinzip diese Aufgabe sich ein bisschen reduziert hat und jetzt die FED auch sagt, ja, scheint im Prinzip die Zinsen von 5% jetzt doch zu hoch bei den aktuellen Inflationsraten. Mhm. Die EZB-Entscheidung steht ja noch aus, da wird auch eine Zinspause im Dezember erwartet, zumindest erhoffen die Anleger das. Dürfte die Europäische Zentralbank dann auch im kommenden Jahr die Zinsen senken? Was wird eingepreist aktuell? Ja, bei der EZB erwarten wir heute auch eine Zinspause, genauso wie gestern bei der FED. Es kommt natürlich dann auch viel mehr wieder aufs Wording an, auf die Zinsprojektionen und auf die Inflationsprojektionen. Wir haben ja bei der EZB heute zum ersten Mal auch die Inflationsprojektionen fürs Jahr 2026 drin. Mhm. Also insofern, es kommt viel auf die Pressekonferenz an und aufs Wording und was dort im Prinzip für die nächsten Sitzungen auch sozusagen projiziert wird und welche Zinsen auch projiziert werden. Mhm. Also wir denken im Prinzip, dass es bei der EZB ein bisschen zurückhaltender ist. So war es ja auch in der Vergangenheit. Die EZB hatte sich immer 3-4 Monate mehr Zeit genommen als die FED. Und insofern gucken wir oder erwarten wir den ersten Zinsschritt im Juni von 25 Basispunkten und dann auch vielleicht im September und im Dezember nächsten Jahr bei der EZB. Also im Prinzip auch so 3 Schritte, aber dann doch etwas später anfangend. Und ja, das sind eigentlich die Forecasts für die EZB heute. Und nach unten, Zinsschritte nach unten, also dass die wieder gesenkt werden. Richtig, Zinsschritte nach unten, genau. Okay, sind wir mal gespannt. Im DAX haben wir auch jede Menge Euphorie gesehen, ist seit Ende Oktober am Steigen, mal 1-2 kleine Rücksetzer, aber eigentlich geht es konstant nach oben. Wie gesagt, am Donnerstagmorgen auch erstmals über die 17.000-Punkte-Marke. Wie bewertest du die jüngsten Anstiege im DAX? Ja, wir sehen hier das Oktobertief bei 14.630 circa und sind jetzt doch fast 2.700 Punkte höher im Prinzip, bei fast 17.000. Also die Euphorie war sozusagen von den Märkten vorweggenommen die letzten Wochen. Also die Märkte haben schon die Zinssenkungsschritte eingepreist, sogar bis zu 6 Zinssenkungsschritte in der Eurozone, was wir jetzt auch ein bisschen für zu viel halten. Also ich denke auch, dass es sich um die 3 Zinsschritte dann bei der EZB im nächsten Jahr einpendeln wird, nach unten natürlich und jeweils 0,25 Prozentpunkte. Also insofern, da war viel von der Rallye vorweggenommen. Alle im Prinzip hier, alle risikoreichen Assets sind sozusagen angesprungen, vom Bitcoin über den DAX, Nasdaq, Dow Jones, alle. Tim, am Mittwoch hatte ich einen Experten da von der HSBC, Jörg Scherer. Er ist Experte für Charttechnik und er hat gesagt, aus der technischen Sicht kommt es im Frühjahr 2024 erstmal nicht zu steigenden Kursen beim DAX und Dow, dass da etwas verhaltener sein könnte, aber dann ab Mai nach oben dreht. Wie ist denn deine Einschätzung dazu, jetzt auch gepaart mit den fundamentalen Daten, also dass man dann im Sommer
mit Zinssenkungen rechnet von den großen westlichen Notenbanken? Ja, das deckt sich eigentlich so ziemlich auch mit dem, was wir auch projizieren, dass der Jahresstart dann vielleicht doch jetzt etwas schwieriger wird und doch auch die Risikofaktoren letztendlich dann doch wieder auch in den Mittelpunkt rücken. Also wir haben ja immer noch die Inflationsrate, speziell auch die Kernrate in den USA ist ja noch bei 4% und auch in der Eurozone ist die Kernrate der Inflation ja auch noch bei 3,8%. Insofern vielleicht rücken dann auch diese Risikofaktoren jetzt dann auch wieder zum neuen Jahr, wenn der neue Start wieder ist, mehr in den Mittelpunkt und dann könnte das erste Halbjahr oder das erste Quartal ein bisschen schwieriger werden für den DAX. Und wenn dann aber wirklich auch die Zinssenkungsschritte kommen, dann wird es natürlich dann wieder leichter. Und im Prinzip steht ja auch in den USA die Präsidentschaftswahl dann entsprechend an. Insofern, das ist ja meistens auch relativ gut auch für die Börse. Insofern dann das zweite Halbjahr dann doch wieder etwas positiver auch. Wobei natürlich jetzt heute Morgen mit der Euphorie, sag ich mal, von der FED ausgelöst, da natürlich jetzt Pessimismus ein bisschen schwer zu vermitteln ist. Aber natürlich muss man die Risikofaktoren im Auge behalten, auch natürlich die Rezession, ja. Insofern die Wirtschaft wächst ja nur schwach, ja auch in den USA. Insofern vielleicht hat die FED auch gestern das ein bisschen im Hinterkopf gehabt, nach dem Motto, naja, wenn wir jetzt 5% Zinsen haben, weiterhin haben oder 5,25 genau gesagt, dann ist es doch ein bisschen zu hoch, auch für die Wirtschaft auf Dauer. Wir wollen sie nicht so stark abwürgen und lieber ein Soft Landing versuchen zu bekommen. Ja, Soft Landing, das ist ja das neue Lieblingswort der US-Finanzministerin und der Federal Reserve. Das werden wir bestimmt auch noch ein paar Mal hören im Laufe des Jahres 2024. Wie ist denn dein Eindruck? Du hast ja Einblick in die Handelsumsätze, in die Handelssysteme bei der Steubing AG als Händler. Sind die Anleger jetzt eher bullisch? Kommt es bald vielleicht auch zu größeren Gewinnmitnahmen? Womit rechnest du jetzt in den kommenden Wochen beim DAX und Dow? Ja, die kommenden Wochen werden natürlich gezeichnet sein jetzt von etwas weniger Liquidität bis zum Jahresende. Insofern, ich hatte ja eigentlich für diese Woche schon ein paar Gewinnmitnahmen erwartet auch, weil die Notenbankensitzung doch ihren Schatten vorausgeworfen haben und damit entsprechend auch vielleicht Maßnahmen oder Wording gerechnet haben, was nicht ganz so euphorisch ist, wie es jetzt tatsächlich eingetroffen ist. Insofern könnte man jetzt bis zum Jahresende, sage ich mal, aufgrund der Schwung, den die FED jetzt aktuell mitgebracht hat, schon noch von weiter moderat steigenden Kursen eigentlich ausgehen. Ich denke mal, das Momentum ist jetzt noch eine Weile drin. Und dann zum neuen Jahr werden die Uhren eigentlich dann auch wieder auf Null gestellt. Und dann wird man gucken, welche Risikofaktoren sozusagen wieder auch mehr ins Blick rücken oder welche stärker sich ausprägen. Aus deiner Einschätzung, welche Aktien und Branchen sind jetzt interessant für Anleger, auch mit Blick auf die Geldpolitik und auf die Bewegungen am Markt? Im Prinzip von den Einzelaktien würde ich sagen, die glorreichen 7 wieder. Es ist jetzt nichts Neues, aber natürlich, wenn die Zinsen wieder sinken oder auch Zinssenkungsfantasien am Markt sind, dann würden natürlich die glorreichen 7 wieder entsprechend überproportional performen. Wir sehen es ja auch beim Nasdaq, der hat ja fast 50% in diesem Jahr gewonnen. Also insofern, die Altbekannten sind weiter gesucht und ich sag mal, die Trends, die Megatrends sind natürlich soweit auch intakt, dass man jetzt da nicht dagegen sprechen kann, weder aus der fundamentalen Sicht noch aus der technischen Sicht, sondern dass man sagt, okay, lassen Sie im Prinzip da, wenn Sie schon investiert sind, die Gewinne auch weiterlaufen und schneiden Sie sich nicht zu früh ab, sondern glauben Sie weiterhin an diese übergeordneten Trends wie KI und im Prinzip Nasdaq. Tim, dann ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung zur Marktlage und vielen Dank für das Interview. Danke dir, Kübra. Liebe Zuschauer, auch Ihnen vielen lieben Dank für Ihr Interesse an dem Interview mit Tim Oechsner von der Steubing AG. Ich hoffe, Sie konnten einiges für sich mitnehmen. Wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß und Erfolg beim Investieren. Machen Sie es gut.